Die Ozeane machen fast 70% unseres Planeten aus. Wir sind jedoch weit davon entfernt, sie zu kennen. Über einige Planeten unseres Sonnensystems wissen wir viel mehr als über die großen Wasserflächen der Erde. Es muss gesagt werden, dass die technischen Mittel, die uns derzeit zur Verfügung stehen, es uns nicht erlauben, den Meeresboden zu erforschen. Dennoch haben wir in den letzten Jahren viel über die Fauna, die Flora und den geologischen Aufbau des Meeresbodens gelernt. Um sich in dieser blauen Unermesslichkeit besser zurechtzufinden, haben die Menschen die Ozeane in 5 große Bereiche eingeteilt: Pazifik, Atlantik, Arktis, Südpolarmeer und Indischer Ozean. Die Tiefe der Ozeane variiert je nach den Territorien und dem unterseeischen Relief, das durch den ozeanischen Rücken, Vulkane, aber auch Ebenen gebildet wird. Während die Tiefe der Ozeane an manchen Stellen nicht tiefer als 200 Meter ist, können die Abgründe im Marianengraben im Pazifik bis zu 11.000 Meter tief sein. Milliarden Kubikkilometer. Das ist die Wassermenge in den Ozeanen. 24 Millionen Kubikkilometer stammen von Gletschern und ewigem Schnee. Und das alles ohne Seen, Teiche, Sümpfe, Flüsse, Bodenfeuchtigkeit oder Wasser in der Atmosphäre mitzuzählen. Wasser ist eines der wichtigsten Elemente auf unserem Planeten. Aber unser Planet hat nicht immer so ausgesehen wie heute. Weit gefehlt. Wenn wir auf einer planetarischen Skala sprechen und den Weltozean als ein großes Ganzes, eine einzige Einheit betrachten, dann solltest du wissen, dass 50-80% der Arten unserer Welt dort zu finden sind. Außerdem erbringt er einen großen Teil der Ökosystemleistungen unseres Planeten. Das heißt, dass mehr als die Hälfte der ökologischen Funktionen, Sauerstoffversorgung der Luft, Kohlenstoffverbindung, Nährstoffrecycling, Aufbau von Biomasse und so weiter, die für das Leben auf der Erde notwendig sind, von den Ozeanen ausgehen. Dies ist zweifellos ein guter Grund, diese unschätzbare Ressource zu bewahren und zu pflegen, aber es ist auch ein sehr guter Grund, mehr über sie und vor allem über ihre Geschichte zu erfahren. Ich lade dich ein, dies in diesem Video zu entdecken. Unsere und seine Geschichte sind eng miteinander verbunden. Lieber Reisender, herzlich willkommen! Heute begeben wir uns auf eine lange Expedition in die Vergangenheit, um den Meeresboden vor unserer Zeitrechnung zu erforschen. Wie mögen die Wassertiere ausgesehen haben, die Millionen von Jahren vor uns die Gewässer der Erde durchstreiften? Hast du eine Vorstellung davon, wie die Weltmeere in prähistorischer Zeit aussahen? Unterscheidet es sich deiner Meinung nach so sehr von dem, was wir heute kennen oder uns vorstellen? Um das herauszufinden, mach es dir bequem, denk daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Unser Epos beginnt jetzt. Drei Milliarden Tonnen Wasser. Das hat der Erde wahrscheinlich den Spitznamen Blauer Planet eingebracht. Allerdings gab es nicht immer Wasser im Überfluss. Vor ein paar Milliarden Jahren bestand sie noch aus Gestein. Auch wenn wir noch nicht ganz sicher sind, wann der Ozean entstanden ist, wissen wir seit 1999 dank der Entdeckung eines Zirkons, dass Wasser bereits vor 4,5 Milliarden Jahren in großen Mengen vorhanden war. Die Kristallisation dieses Minerals setzt nämlich zwangsläufig das Element Wasser in flüssigem Zustand voraus. Allerdings würde dieser Zirkon seine 4,4 Milliarden Kerzen feiern.
Abgesehen von seinem beeindruckenden Alter ist dieser Zirkon der unbestreitbare Beweis dafür, dass in dieser Zeit tatsächlich Wasser vorhanden war. Andererseits ist es immer noch schwierig, einen unwiderlegbaren Beweis dafür zu finden, wann sich der erste Ozean, der Urozean, gebildet hat, wenn man etwas weiter zurückgeht. Auch die Ursache für die Entstehung des Ozeans ist unter den großen Namen der Wissenschaft noch umstritten. Es gibt sozusagen zwei Teams, zwei Lager, zwei Hypothesen, die beide durchaus plausibel sind. Aus diesem Grund ist die Debatte auch heute noch offen, auch wenn bestimmte Studien und Forschungen in naher Zukunft zweifellos Licht in dieses Geheimnis bringen werden. Die erste Hypothese geht von einer brutalen vulkanischen Entgasung aus und geht davon aus, dass die Erde bereits eine gewisse Menge Wasser in ihren Eingeweiden vergraben hat. Das Wasser der Erde wurde in das Magma unserer tiefen Erdschichten integriert. Meteoriten brachten bei ihrem Aufprall auf die Erde ebenfalls dieses lebenswichtige Element, das Wasser, mit. Die Erde in den ersten Jahrtausenden unterscheidet sich stark von dem, was wir heute kennen. Weder Wasser noch Sauerstoff sind vorhanden. Sie besteht nur aus Gestein. Ein riesiger Felsen in der Mitte des Universums, ohne Leben. Er wird ständig von allen Seiten bombardiert. Paradoxerweise sind es gerade diese Kollisionen und die zahlreichen Einschläge, die bestimmte Ereignisse ausgelöst haben. Zu Beginn bewirken die Planetoiden, die auf die Erde stürzen und sie unaufhörlich bombardieren, eine Erhitzung und die Verschmelzung des Gesteins. Nach mehreren Jahrtausenden und mehreren Kombinationen von Ereignissen beginnt die Erde an der Oberfläche abzukühlen. Sie ist immer noch sehr heiß und steht unter hohem Druck, aber sie ist nicht mehr glühend. Wenn die Erde ein wirklich geschmolzenes Gestein ist, ist sie auch von Vulkanen durchsetzt. Wie Sie gesehen haben, wurde die ursprüngliche Kruste unseres Planeten immer wieder von Meteoriten bombardiert, was schließlich zu Konsequenzen führte. Zum Entstehen von Vulkanen und brodelnden Geysiren. Stellen Sie sich vor, dass all dieser Druck und diese Hitze auf einmal überall auf der Erde freigesetzt werden. Der Dampf, der dabei freigesetzt wird, ist gigantisch und bildet riesige Wolken. Als sich die Erde schließlich abzukühlen begann, waren alle Voraussetzungen gegeben, damit diese Wolken ihr Wasser ablassen konnten. Eine Flut von Wasser, Tag und Nacht, Nacht und Tag. Mehrere Millionen Jahre lang. Sintflutartige Regenfälle fallen auf die Erde. Ozeane, Seen, Flüsse tauchen auf. Der Planet zeigt ein neues Gesicht. Doch für einige Wissenschaftler und Geochemiker ist diese Theorie nicht stichhaltig, zumindest nicht in allen Punkten. Und sie wollen es beweisen. Mit dem Mond. Ja? Du weißt es vielleicht nicht, aber nach Ansicht der Wissenschaftler ist unser Satellit in Wirklichkeit ein kleines Fragment unseres Planeten. Der Aufprall eines Protoplaneten, bekannt als Taia, auf die Protoerde, hätte einen Ring aus Trümmern erzeugt, der sich schließlich zu einem einzigen natürlichen Satelliten, dem Mond, zusammengefügt hätte. Wenn diese Hypothese stimmt, bedeutet dies, dass Wasser, wenn es auf der Erde natürlich vorhanden gewesen wäre, verdampft und in die Trümmerwolke aufgenommen worden wäre, aus der der Mond entstand. Trotz der Jahre würden wir dieses Wasser auf dem Mond vorfinden. Aber das ist nicht der Fall. Es handelt sich lediglich um einen trockenen Felsen ohne einen Tropfen Wasser, weder auf der Oberfläche noch im Gestein, in welcher Form auch immer. Wenn diese Hypothese durch die astronomische und physikalische Forschung bestätigt wird, würde dies bedeuten, dass das Wasser nicht nur aus der Tiefe kam, sondern vor allem vom Himmel durch Meteoriten, Kometen und Asteroiden während eines Ereignisses, das als das große späte Bombardement bekannt ist, eingebracht wurde.
Die meisten von ihnen enthielten Eis, mindestens 10%, was die Ankunft von Wasser auf der Erde erklären würde. Der gemeinsame Nenner dieser beiden Hypothesen bleibt die Rolle von Vulkanausbrüchen und Geysiren bei der Bildung von Wolken. Die Kollisionen und der Druck im Inneren des Gesteins sind so groß, dass der Planet Risse hinterlässt, um die in ihm gespeicherte Wärme abzuführen. Vulkanausbrüche und Geysire beginnen dann ihr Ballett. Sie stürzen sich ihrerseits in diese gewaltige, brodelnde Sprudelwelt. Wolken aus Gas und Wasserdampf steigen überall aus der Erde auf. Der Planet scheint kurz davor zu sein, zu implodieren. Das Wasser wäscht dank des Abflusses das Gestein weg und lädt sich mit Salz auf. Die Ozeane haben etwa 150 Millionen Jahre gebraucht, um sich zu bilden. Damals waren sie stark mit Eisen beladen und die Farbe Grün war vorherrschend. Wasser ist reichlich vorhanden und ermöglicht die Abkühlung des Planeten und insbesondere der Lava. Die granitischen Gesteine schwimmen auf dem Erdmantel, was zu Plattentektonik und Kontinentaldrift führt. Wenn wir sagen, dass Wasser für das Leben notwendig ist, meinen wir es nicht so genau. Es ist der Ursprung vieler anderer Phänomene, einschließlich der Plattentektonik. Vor etwa 541 Millionen Jahren war die Verteilung von Land und Meer ganz anders, als wir sie kennen. All dies geschah lange vor der Entstehung von Pangäa. Zu dieser Zeit des Kambriums, während der ersten Phase des Paläozoikums, trennt der Iapetus-Ozean Nordamerika von Südamerika und Afrika, das zusammengeschweißt wurde. Das Ganze wird Gondwana genannt. Der Rheische Ozean trennt die afrikanische Küste vom baltischen Kontinent. Andere Ozeane, wie der Panthalassa oder der Paläothetes, bedecken ein sehr großes Gebiet, das Nordchina und Sibirien trennt. Im Laufe der Jahrmillionen haben sich die Kontinente auseinanderbewegt. Die Ozeane haben sich ausgedehnt und auf andere geöffnet. Das Land brach weg und es entstanden Mikrokontinente. Dies ist der Fall im Devon von Avalonia, zu dem Kanada, England, Wales, Frankreich und Dänemark gehören. Im Karbon schrumpfte Nordchina und wurde von den anderen Kontinenten und Mikrokontinenten isoliert. Im Perm begannen neue Bewegungen, die die Länder näher zusammenrücken ließen und Pangäa bildeten. In der Trias wird der Tethys-Ozean durchschnitten. Damit beginnt eine Öffnung, die zum Atlantischen Ozean führt, in dem Pangäa auseinandergerissen wird. Plattensubduktionen, das heißt das Abgleiten einer Platte unter eine andere, und Orogenesen, das heißt Plattenbewegungen, die zur Bildung von Gebirgen führen, formen den Planeten weiter und geben ihm im Laufe der Zeit ein neues Gesicht. Die Aktivität der Ozeanrücken hält den Meeresspiegel hoch. Einige Kontinente sind von flachen Meeren bedeckt. Andere Phänomene verursachen Basaltströme. Kontinente brechen ab, einer nach dem anderen. Und das Wasser und das Meer scheinen in ständiger Bewegung zu sein. Jede dieser Bewegungen führt dazu, dass die Kontinente ein wenig weiter auseinanderdriften und die Welt bilden, wie wir sie heute kennen. Das Paläozoikum und insbesondere die erste Periode des Paläozoikums, das Kambrium, markiert einen echten Wendepunkt für das Leben auf der Erde. Bis dahin bevölkerten nur einzellige Organismen unseren Planeten. Keiner von ihnen verfügt über eine besondere Zelle, die es beispielsweise ermöglichen würde, innere Organe zu bilden. Es handelt sich um einzellige Lebewesen mit weichem Körper. Sie ernähren sich über die Zellmembran, die ihr eigener Körper ist. Das Kambrium markiert eine außergewöhnliche und noch nie dagewesene Veränderung. Die Geburt der mehrzelligen Organismen.
Neben dem Auftauchen dieser neuen Lebewesen ist das Kambrium auch gleichbedeutend mit der Explosion des Lebens, das sich in diesem Zeitraum ausbreitete. Zusammenfassend kann man sagen, dass du dich an das Kambrium erinnern solltest, weil es überall auf der Welt von Leben wimmelt und es sich diversifiziert. Die Tiere sind noch weitgehend Weichkörperorganismen, aber ihre differenzierten Zellen ermöglichen es ihnen, sich an ihre Umwelt anzupassen und sich weiterzuentwickeln. Es entstehen spezifische innere und äußere Organe, Augen, Beine, Fühler, Mundwerk, Verdauungssystem, Nervensystem. Auch eine Nahrungskette entsteht und begünstigt so die Entwicklung des Lebens im Meer. Vieles Präkambrium bezeichnet werden. Das Kambrium ist eine entscheidende Periode, ein Schlüsselelement in unserer Geschichte. Du hast sicher schon verstanden, dass das Kambrium unserem Planeten eine neue Wendung gibt. Das Kambrium markiert den Beginn der Urzeit, aber auch und vor allem eine Explosion des Lebens unter Wasser. Organismen entwickeln sich, sie vermehren sich. Sie entwickeln sich weiter und passen sich an ihre Umwelt und an eine neue Lebensweise an. Einige von ihnen werden mit einem Skelett ausgestattet sein, andere mit Schalen oder Panzern. Für diese Tiere ist es eine neue Art, sich der Umwelt zu nähern und um ihr Überleben zu kämpfen. Für uns Menschen bedeutet es aber auch, dass wir erst viel später Spuren ihres Lebens auf der Erde finden werden. Das war früher nicht der Fall. Deshalb ist es immer noch so schwierig, das Ausmaß des Unterwasserlebens im Präkambrium zu bestimmen. Aber vor 540 Millionen Jahren entwickelte sich unter Wasser eine neue Form des Lebens. Sie können schließlich Muschelabdrücke oder Spuren ihrer Skelette hinterlassen. Elemente, die mit der Zeit versteinern und zu den ersten Zeugen der Unterwassergeschichte werden. Um diese Geschichte zu entdecken und ihre ersten lebenden Organismen aus dem Kambrium kennenzulernen, werde ich sie nach Kanada entführen. Dort hat ein 525 Millionen Jahre altes Gestein seine schönsten prähistorischen Schätze zu bieten. Wenn wir über prähistorische Tiere sprechen, denken wir eher an den Jura, die Kinohelden oder die Kreidezeit. Doch viele andere Tiere, die ebenso fantastisch und wichtig sind, haben die Geschichte der Erde geprägt. Begeben wir uns nun nach Kanada. Wir befinden uns in den Rocky Mountains im Yoho-Nationalpark am Westhang des Mount Stephen in Kanada. Hier machte Charles Doolittle Walcott, ein britischer Paläontologe, 1909 eine absolut unglaubliche Entdeckung. Es handelte sich um eine so große Ansammlung versteinerter Meerestiere, dass man ihr einen Namen gab: Birch's Sea Truff. Die Quantität ist beachtlich. Insgesamt fast 65.000 fossile Exemplare, die zu 120 verschiedenen Arten gehören. Aber auch die Qualität ist spektakulär. Die meisten Fossilien sind ein wenig beschädigt. Es ist selten, dass ein ganzes Skelett perfekt erhalten ist. Die Zeit hat ihr Werk getan und geologische und klimatische Veränderungen haben sich unweigerlich auf die Überreste der Vergangenheit ausgewirkt. Doch in der Birch's-Fauna scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Fußabdrücke sind bemerkenswert, weil auch die Weichteile des betreffenden Tieres zu sehen sind, was sehr selten ist. Das Phänomen wird mit einer langsamen Zersetzung der Tiere erklärt. Die Schiefer, in denen die Fossilien gefunden wurden, bildeten sich nicht allmählich, sondern durch eine Reihe von brutalen und intensiven Schlammlawinen. Die Weichteile waren von Sauerstoff im Wasser isoliert, wodurch sich die Zersetzung der Körper verlangsamte. Schnelles Vergraben und langsame Zersetzung sind die beste Kombination, um Fossilien über Millionen von Jahren zu erhalten. Nachdem du nun mehr über diese frühen Fossilien erfahren hast, lass uns eine Reise in die Vergangenheit machen. Bist du bereit für diese Reise ins Kambrium?
Auf der geologischen Zeitskala sind wir jetzt zwischen 541 Millionen und 485 Millionen Jahre alt. Wie du sehen kannst, sieht es ganz anders aus. Die durchschnittliche Temperatur auf dem Globus beträgt 25 Grad Celsius. Auch wenn ein solches Klima mild erscheint, gibt es kein Leben auf der Erde. Sehen Sie sich die Kontinente an. Alles ist Fels, Leere und Einsamkeit, soweit das Auge reicht. Das ist leicht zu erklären. Zu diesem Zeitpunkt unserer Geschichte ist die Ozonschicht so dünn, dass sie den Planeten nicht vor den ultravioletten Strahlen der Sonne schützen kann. Die geringste Hoffnung auf Leben, die auf der Oberfläche hätte auftauchen können, wäre bereits gestorben, ein Opfer unseres Sonnensterns. Die Gewässer sind relativ warm. Trotz der recht schwierigen Bedingungen konnte sich dort Leben entwickeln. Auf dem Kontinent ist dies noch immer unmöglich, aber der Ozean ist voll von Meerestieren aller Art. Die ersten versteinerten Tiere, das heißt Tiere, die fossile Spuren hinterlassen können, kamen in den Ozean. Wirbellose Tiere sind die Könige und bevölkern den größten Teil der warmen und flachen Meere. Wie du siehst, entwickeln sich die ersten Grünalgen. Es sind ein- oder mehrzellige Algen. Sie beschränken sich auf die Ufer- und Küstenlinien, wo sie einen kurzen Teppich bilden, wie unsere modernen Moose. Diese Algen dienen als Nahrungsgrundlage für eine große Anzahl von Arten. Die Natur hat die ersten Nahrungsketten mit Primärkonsumenten, Vegetariern und Sekundärkonsumenten, Fleischfressern und Raubtieren geschaffen. Tauchen wir tief in die warmen Gewässer des Kambriums ein, um diese Meeresböden zu entdecken. Du kannst Würmer, Schwämme, Mollusken und Stachelhäuter sehen. Diese Hauptgruppen der Tierwelt sind auch heute noch vorhanden. Es gibt aber auch Gruppen, die nicht überlebt haben und schließlich verschwunden sind. Diese werden wir zuerst betrachten. Beginnen wir mit den Trilobiten. Die Trilobiten verdanken ihren Namen der Form ihres Körpers. Sie bestehen aus einem mittleren Lappen und zwei seitlichen Lappen. Sie leben in der Nähe des Meeresbodens. In diesen Fonds sind sie nicht leicht zu sehen. Hier ist ein kleines Exemplar, ungefähr 5 cm. Es ist ein Coticops fernandini. Einige Mitglieder der Trilobitengruppe sind viel kleiner, nur 1 mm. Andere größere Exemplare können bis zu 70 cm lang werden. Dieser Coticops fernandini wirkt in dieser komplexen und primitiven Umgebung ziemlich zerbrechlich. Er ist jedoch perfekt an seine Umgebung angepasst. Seine Augen sind mit zahlreichen Facetten ausgestattet, mit denen er 360 Grad sehen kann. Beeindruckend, nicht wahr? Diese Fähigkeit hat es ihm zweifellos ermöglicht, seine Forschungen zu erleichtern und sich leichter zu ernähren. Wahrscheinlich hätte er trotz des Massenaussterbens am Ende des Perms, der letzten Phase des Paläozoikums, in den salzigen Gewässern des Ozeans überleben können. Leider wagte er sich nicht ins Süßwasser und überlebte daher nicht. Hier ist ein weiteres Mitglied der Arthropodengruppe. Es ist der Yohoya tenius. Er ist sehr klein, nur zwischen 7 und 23 mm und daher schwer zu sehen. Aber wenn du etwas näher kommst, solltest du einige entdecken können. Sie waren in diesem Teil des Ozeans recht zahlreich. Sie bewohnten die sandigen und schlammigen Böden. Dieses kleine Tier hat einige Vorzüge, die für seine geringe Größe entschädigen. Insbesondere ein Schädelschild und 13 Tergite. Die Tergite sind Sklerite, das heißt polykristalline Platten. Sie sind dank eines Prozesses, der Sklerifikation genannt wird, gehärtet. Die Tergite sind Sklerite, die sich an einer bestimmten Stelle des Körpers des Tieres befinden.
Wir finden sie auf dem Rücken und sie umschließen den Hinterleib. Unser Exemplar von Jehoiatenius hat 13 Tergitte. Die ersten 10, wie du sehen kannst, enden in Form einer Spitze an den Seiten. Die letzten 3 bilden eine Röhre, die diesen Teil des Körpers schützt. Der Schwanz hat die Form eines Paddels. Um sich zu ernähren, benutzt er die kleinen Anhängsel, die du auf der Höhe des Schädels siehst. Sie sehen aus wie kleine gebogene Beine und eine Art Finger an den Enden. So konnten sie Beutetiere fangen und sich nur von toten Tieren ernähren. Hier ist nun der letzte der Gruppe, der Canadaspis. Er ist nicht der unwichtigste, denn er scheint eines der ältesten Krebse zu sein. Wie du sehen kannst, bewegt er sich auf dem Meeresboden. Er ist ein bentischer Fresser. Mit seinen Anhängseln wühlt er den Schlamm auf, um Nahrung zu finden. Schauen wir uns eine andere Gruppe an, die Archaeociata. Die Archaeociata sind die ersten riffbildenden Metazoen. Ein Riff ist eine Kette von lebenden Organismen wie Korallenriffe, die wir kennen. Die Archaeociata sind keine Korallen, sollten aber nicht mit ihnen verwechselt werden. Es handelt sich um kalkhaltige Schwämme. Der Schwamm besteht aus einem Kelch, eine Art poröser Kegel, der ineinander verschachtelt ist, um eine innere und äußere Wand zu bilden und so den darin lebenden Organismus zu schützen. Einige Exemplare nehmen den gesamten Kelch ein, andere Organismen nehmen nur den oberen Teil des Kelchs ein. Es gibt viele Arten in dieser Gruppe. Diese Schwämme ernähren sich durch Filtration. Sie ernähren sich von Zooplankton, Phytoplankton und organischen Partikeln in Suspension. Sie sind empfindlich und können nur unter sehr strengen Bedingungen überleben. Sie vertragen keine Veränderungen der Temperatur, des Salzgehaltes und der Tiefe. Dies ist zweifellos der Grund für das Aussterben dieser Art. Er ist wahrscheinlich das erste Superraubtier unseres Planeten. Der Anomalocaris ist nicht sehr ästhetisch und hat nicht viel Charme, aber um sich zu ernähren, ist es besser, geschickt, stark, schnell oder ein guter Stratege zu sein, als niedlich. Diese seltsame Garnele ist etwa 1 Meter lang. Anomalocaris hat 2 große schwarze Augen, die es ihm ermöglichen, mit seiner Umgebung zu interagieren. Seine Sicht ist nicht sehr klar und er nimmt die Landschaft wahrscheinlich nicht sehr gut aus der Ferne wahr. Aber seine Augen ermöglichen es ihm, seine Opfer aufzuspüren. Sein Maul ist ein echter Halsabschneider. Er ist mit scharfen Knochenplatten ausgestattet, um seine Beute zu zermalmen. Kehren wir an die Oberfläche zurück und lassen wir diesen Anomalocaris seiner Arbeit nachgehen. Er symbolisiert perfekt den enormen Evolutionssprung der lebenden Organismen seit dem Kambrium. Wir verlassen nun das Kambrium und lernen die Wassertiere des nächsten Zeitalters, des Ordoviziums, kennen. Das Ordovizium ist das 2. der 6 geologischen Systeme, aus denen das Paläozoikum besteht. Die Unterscheidung der geologischen Schichten ermöglicht ein besseres Verständnis und eine bessere Einschätzung der Umwelt, in der wir uns befinden. Bis 1800 nahm man an, dass das Kambrium dem Silur vorausging. Dann, im Jahr 1879, erkannte Charles Lapworth, dass eine weitere Phase dazwischen lag. Die Weltmeere und das Land kühlten ab. Riesige Öl- und Gasvorkommen tauchten auf. Außerdem kam es zu einer neuen Explosion der Artenvielfalt unter Wasser. Deshalb war es wichtig, diese Phase von den beiden anderen zu unterscheiden. Auf der geologischen Zeitskala liegt das Ordovizium zwischen minus 485 und minus 443 Millionen Jahren. Die Kontinente Baltica und Laurentia kollidieren. Gegen Ende dieser Periode lag Gondwana nahe am Pol und war weitgehend von Gletschern bedeckt.
Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte unserer Ozeane war der Meeresspiegel höher als im Kambrium und die Temperaturen waren etwas angestiegen und erreichten an der Erdoberfläche 30 Grad Celsius. Die Zahl der Gattungen und Familien der Lebewesen verdreifachte oder vervierfachte sich im Vergleich zur vorherigen Epoche. Der Beginn des Ordoviziums wird auch durch das Auftreten von Japetoniatus fluctivagus markiert. Er gehört heute zu der ausgestorbenen Familie der Conodonten. Diese Art ähnelt schließlich einer Art, die wir heute kennen, dem Aal. Was sie unterscheidet, sind ihr Kopf und ihre Zähne. Lange Zeit waren die einzigen Fossilienstücke, die man fand, seine Zähne. Es war sehr schwierig, sich den Rest des Körpers anhand eines einfachen Kiefers vorzustellen. Inzwischen liegen uns einige Elemente vor, die es uns ermöglichen, den weichen Teil zu definieren und somit zu schätzen, dass es sich um eine Art Aal handelt. Obwohl die Art Zähne hat, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sie hauptsächlich als Filter für die Ernährung von Plankton verwendet wurde. Nach der Untersuchung des Körpers ist es unwahrscheinlich, dass das Tier als Raubtier eingestuft wird. Andere Gruppen, die bereits im Kambrium auftraten, aber noch sehr wenige waren, entwickelten sich im Ordovizium. Dies gilt für die gegliederten Brachiopoden, Kopffüßer, Seelilien, Ostrakoden, Bryozoen, Graptolithen, Conodonten, wie wir bereits gesehen haben, und natürlich Korallen. Die ersten Ektopoden erscheinen zur gleichen Zeit. Sie sind das, was wir Moostiere nennen. Sie sind festsitzend und leben zum Beispiel auf einem felsigen Element. Der Körper eines Ektopoden versammelt eine sehr große Anzahl kleiner Tiere, die Zooide genannt werden. Dies nennt man eine Kolonie. Jeder Zooid lebt in einer kleinen Hütte aus Kalkstein. Diese Hütten, die miteinander verbunden sind, bilden das Skelett der Kolonie. Die Kolonien können verschiedene Formen annehmen, ähnlich wie Korallen, Moos oder sogar Spitzen. Die Korallen waren bisher isoliert. Sie werden beginnen, sich weiter auszubreiten. Hier kannst du die ersten Korallenriffe im Ozean sehen. Wie du dir vorstellen kannst, ist in diesen Riffen Leben zu Hause. Du kannst die ersten Muscheln in der Nähe dieser primitiven Korallen finden. Die Familie der Muscheln gab es zwar schon im Kambrium, aber sie entwickelte sich weitgehend im Ordovizium. Die Schale einer Muschel besteht aus Calciumcarbonat und umfasst zwei im Allgemeinen ähnliche Teile, Schalenäquivalente, die als Ventile bezeichnet werden. Diese sind an einem ihrer Ränder durch ein flexibles Band miteinander verbunden. Eine starke Zunahme der Vielfalt der Muschelarten geht mit dem Auftreten von Dysodonten, Heterodonten und Taxodonten einher. Unter den Muscheln können wir die Raffinesquina in einem Halbkreis oder die länglichere Modiolopsis erkennen. Andere Weichtiere, wie zum Beispiel die Gastropoden, befinden sich in der Entwicklung. Diese Klasse von Weichtieren zeichnet sich durch die Verdrehung ihrer Eingeweidemasse aus. Es gibt eine große Vielfalt an Formen, aber man erkennt sie im Allgemeinen an ihrer charakteristischen, verdrehten, einnervigen Rückenschale, wenn sie vorhanden ist. Sie haben einen Fuß und einen deutlichen Kopf. Ihr Fuß ist in einer breiten Ventralsohle abgeflacht, was sie zu ausgezeichneten Schwimmern macht. Ihr Kopf besteht aus Augen und einer Radula. Hier ist eine Strepsodiscus und ein Stück weiter eine Kippe Vella. Beides Wasserschnecken. Ich möchte dir jetzt ein weiteres Tier mit einem Gehäuse vorstellen, das aber viel größer und für seine Jagdfähigkeiten bekannt ist. Die Orthoceras erreichten unverhältnismäßige Größen. Hier ist einer der größten Orthoceras seiner Kategorie, der Riesen-Orthoceras. Er trägt seinen Namen zurecht. Wenn die Wohnräume des Kopffüßers bis zu 2 Meter lang sein konnten, war die Schale etwa 10 Meter lang. Dieser Orthoceras ist ziemlich beeindruckend.
Er war ein furchtbarer Räuber und stieg schnell an die Spitze der Nahrungskette auf. Man könnte ihn mit einem Oktopus oder einem Riesenkalmar vergleichen. Um zu jagen, benutzte er seine Tentakel, um die Beute zu fangen. Dann verschlang er sie mit seinem Schnabel. Da dieses Tier im tiefen Wasser lebte, konnte es sehr schlecht sehen. Aber wie bei den meisten Lebewesen in diesem Fall gleichen andere Sinne dieses Handicap aus. Bei ihm ist es der Geruchssinn. Er riecht schon von Weitem seine zukünftigen Opfer, die seine Tagesspeise werden. Von Wirbeltieren haben wir bisher nicht viel gesehen. Auch wenn Mollusken sehr präsent sind, werden Wirbeltiere im Ozean immer wichtiger. Hier ist einer von ihnen, ein Fisch der Gattung Anyates. Das bedeutet, dass er keinen Kiefer hat. Trotzdem hat er keine Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Das Maul von Sacabambas bis Janveri war mit fast 60 Reihen kleiner, knöcherner Mundplatten ausgekleidet, die wahrscheinlich beweglich waren, um durch das Ausdehnen und Zusammenziehen der Mundhöhle und des Rachens eine effektive Saugwirkung zu erzielen. Mit ihrem großen Kopf, dem flachen Körper und dem wedelnden Schwanz sieht sie ein wenig wie eine Kaulquappe aus. Eine große Kaulquappe von 25 cm Länge. Wir haben diese Reise gerade erst begonnen und schon werden die ersten Ereignisse an Land und auf See immer komplizierter. Am Ende dieses Zeitraums erlebt der Planet das erste Massenaussterben und das zweitgrößte jemals bekannte. Zwischen 60% und 80% der marinen Arten werden verschwinden. Die Ursache? Ein drastischer Rückgang des CO2 in der Atmosphäre, der zu einer globalen Abkühlung führt. Einer der Faktoren, der die Eiszeiten in dieser Epoche verhindert hat, ist die hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die damals 8 bis 20 Mal höher war als die vorindustriellen Werte. Es ist schwierig, die genaue Ursache zu ermitteln, aber eine plausible Hypothese ist, dass sich im späten Ordovizium nicht-vaskuläre Pflanzen an Land ansiedelten und entwickelten. Diese bedeutende Veränderung der Biosphäre hätte den Prozess der Silikatumwandlung auf den Kontinenten beschleunigt. Dieser Prozess hätte durch die Bindung sehr großer Mengen an Kohlendioxid zu einem Rückgang der Erdtemperatur und zur Entstehung der polaren Eiskappen geführt. Die Folgen halten an, da die Eisschilde die Albedo der Erde erhöhen, wodurch mehr Sonnenstrahlen reflektiert werden, was den Temperaturrückgang noch verschärft. Eine andere Theorie besagt, dass eine große kontinentale vulkanische Aktivität Basaltströme in der Eruptionsprovinz Katyn verursacht hat. Diese Kippung befindet sich am Übergang zwischen einer Periode, in der die Kontinentalmassen weit verstreut waren und ein warmes Klima herrschte, und einer Kaltzeit, die während des Katyn beginnt und mit der hirnantianischen Vereisung, die durch die Wanderung des Superkontinents Proto-Gondwana zum Südpol verursacht wird, ihren Höhepunkt erreicht. Diese vulkanischen Aktivitäten hätten große Mengen an CO2 in die Atmosphäre freigesetzt und granitische Gesteine durch basaltische Ebenen ersetzt. Das Problem dabei? Basaltgestein erodiert viel schneller als Granitgestein, was bedeutet, dass es viel mehr CO2 in der Atmosphäre speichert. Schon bald sank der CO2-Gehalt in der Atmosphäre unter das Niveau der vorvulkanischen Aktivität. Diese Vergletscherung führte jedoch zu einem Absinken des Meeresspiegels um mehrere hundert Meter. Die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur sank von 30 Grad auf 10 Grad Celsius. Die Lebewesen, die sich in den Tiefen des Ozeans niedergelassen hatten, mussten also mit ansehen, wie ihr Lebensraum abkühlte und schrumpfte und waren ohne Ausweg. Die Rate des Aussterbens von Meerestierfamilien im oberen Ordovizium ist mit etwa 20 Familien pro Million Jahre die höchste, die jemals in der Erdgeschichte aufgezeichnet wurde. Die Vergletscherung dauerte zwischen 1 und 35 Millionen Jahren. Die Überlebenden hätten es schwer gehabt, sich in diesen chemisch feindlichen Gewässern zu erholen.
Sobald der Meeresspiegel wieder anstieg, sank der Gehalt an gelöstem Sauerstoff im Wasser, was die Aufnahme von giftigen Metallen in den Ozeanen erhöht hätte. Diese Anoxie hätte viele der Überlebenden der ersten Welle des Aussterbens getötet. Nach diesem Aussterben folgt eine neue geologische Phase, das Silur. Im Laufe der Jahrmillionen wird allmählich wieder CO2 in die Erdatmosphäre eingeleitet, wodurch sich der Planet erwärmt und die Eiszeit beendet wird. Nach diesem Massenaussterben breitet sich das Leben in den Ozeanen wieder aus. Es vermehrt sich und diversifiziert sich. Korallenriffe sind zu bewundern, vor allem an den Küsten des Pantalassa-Ozeans und an den flachen Meeresböden von Paläotetis. Das Klima ist mild, 20 Grad Celsius am Thermometer. Die Korallen, vor allem die Ruffi und die Tabulate, fühlen sich im Meer wohl. Die erstere hat ein Kalkskelett, ein felsiges Element. Sie war ein Einzelgänger und wird mehr und mehr kolonial, daher die Bildung von Riffen. Bei der zweiten besteht ihr Exoskelett, ein äußeres Skelett, aus Kalzit. Hast du den Fisch bemerkt, der sich soeben hinter den Korallen von uns entfernt hat? Es ist der Pharyngolepsis oblongus. Er gehört zu der Familie der Anapsiden. Er misst etwa 25 cm. Er hat zwar After- und Schwanzflossen, aber keine Brustflossen, sondern knöcherne Stacheln. Für diesen Fisch, der sich im Meeresboden ernährt, ist das zweifellos ein Mittel, um sich vor Raubtieren zu schützen. Ein Stück weiter kannst du eine andere Fischart sehen, die ebenfalls diesen Teil der Ozeane bevölkert. Diese kieferlosen Fische gehören zu den Arten, die im Salzwasser, aber auch im Süßwasser der Flüsse lebten. Erkennst du das Schädelschild dieses Ateliaspis tessellata? Trotz seiner nadelförmigen Gestalt auf einem großen Teil seines Körpers ist er tatsächlich ein Fisch. Er hat zwei Flossen, mit denen er sich im Wasser bewegen kann. Es gibt auch andere Fische dieser Art, wie den Cephalaspis, der sich in den Flussmündungen wohlfühlt. Er gehört zu den Detritivoren. Weit davon entfernt, an der Spitze der Nahrungskette zu stehen, schützt er sich dank seines Schädelschildes vor Fressfeinden, aber das war nicht sein einziger Nutzen. Das war aber auch nicht sein einziger Verwendungszweck. Sein Schild hatte nämlich am Rand und in der Mitte sensorische Platten, die dazu dienten, das Vorhandensein von Würmern und anderen wühlenden Organismen im Schlamm zu erkennen. Aber in dieser Zeit gab es nicht nur kieferlose Fische, ganz im Gegenteil. Einer der Höhepunkte des Silur ist das Auftauchen von Kiefern bei Wirbeltieren. Die ersten mit diesem berühmten Kiefer, der am zweiten Astialbogen ansetzt, sind die Acanthodia mit ihren stacheligen Flossen und die Plagodermen, deren vorderer Teil des Körpers von einem knöchernen Panzer umschlossen ist. Einige dieser Fische hatten ein Knochenskelett, andere eher ein Knorpelskelett. Sie sind zahlreich und sehr vielfältig in diesem Zweig. Du kannst hier Cheiracanthus morrisoni sehen. Aber wir werden unsere Aufmerksamkeit auf diesen Climatius richten. Es ist ein Stachelhai. Er ist ein ziemlich guter Schwimmer und war auch ein guter Jäger. Er ernährt sich hauptsächlich von anderen Fischen, macht aber nicht das feine Maul vor einem Krustentier auf. Was an ihm ziemlich überraschend ist, ist gerade sein Kiefer. Der Unterkiefer ist mit mehreren scharfen Zähnen ausgestattet. Beim geringsten Anzeichen von Abnutzung fallen die Zähne aus, um Platz für einen neuen, perfekt geschärften Zahn zu machen. Der Oberkiefer hat überhaupt keine Zähne. Eine weitere Kategorie von Lebewesen kennzeichnet das Silur. Das sind die Eorypteriden. Es gab sie bereits im Ordovizium, aber das Silur ist ihre beste Zeit. In dieser Periode sind sie am zahlreichsten und vor allem am vielfältigsten. Hier ist einer von ihnen, ein Acotyramus. Dieses schöne Exemplar misst bereits 2,5 Meter. Es ist der größte bisher bekannte Arthropode. Ab
abgesehen von seinen außergewöhnlichen Ausmaßen, verfügte er auch über eine schnelle und effiziente Schwimmtechnik. Sein letztes Beinpaar bildete ein richtiges Paddel, während sein Unterleib wellenförmig war, um an Geschwindigkeit und Beweglichkeit zu gewinnen. Auch für die Ernährung hat er einige Vorzüge, um im Meer zurechtzukommen. Seine Cheliceren, kleine Anhängsel am Schädel, die je nach Art die Form eines Hakens oder einer Klaue haben, befinden sich unter seinem Kopf, wenn er ruht. Wenn er jedoch hungrig ist, stürzt er sich mit ihnen auf seine Beute. Vor diesen beiden Kopffüßern sollte man sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Pragmoceras eoristoma und Pragmoceras dubium haben eine hübsche Schale, die in Form einer phrygischen Kappe gebogen ist. Aber das nützt nichts gegen das Ungeheuer, das sich in diesen Gewässern herumtreibt. Die gepanzerten Fische haben ihren großen Auftritt. Diese Fische haben einen dicken Knochenpanzer am Kopf und am Brustkorb. Platten dieses Panzers ermöglichten es ihnen, ihre lebenswichtigen Organe wie Augen, Gehirn, Herz und so weiter vor Angriffen durch Raubtiere und vielleicht manchmal sogar durch andere Fische zu schützen. Diese Fische waren nicht sehr schwierig. Sie waren sowohl in Riffen und Deltas als auch im offenen Meer zu Hause. Ihre Ernährungsweise war ebenso vielfältig. Einige ernährten sich von Algen, anderen zerkleinerten Weichtiere, wieder andere waren Fleischfresser. Entelodontus primordialis ist einer der ersten Placodermen. Sein Kopf und sein Körper waren mit dicken Platten bedeckt, während sein Schwanz Schuppen trug. Er hatte Kiefer, aber keine Zähne, und seine kleinen Augen waren in großen, tiefen Höhlen verborgen. Jede neue geologische Phase hat ihren Meilenstein und eine neue Facette der Erde. Diesmal ist es das Auftreten von Gebirgen an zwei verschiedenen Orten. Die erste Orogenese, das Phänomen der Gebirgsbildung, findet im Iapetus-Ozean statt, nachdem zwei Kontinente, Laurentia und Avalonia, zusammengestoßen sind. Die zweite umfasst auch Laurentia und Armorica. Zwei Ozeane schließen sich, der Iapetus und der Reg. Andernorts kommt es zu Verschiebungen von ozeanischen Platten unter benachbarten Platten. Mehrere physikalische Reaktionen folgen nacheinander und lassen die Welt entstehen. Die Temperatur ist beträchtlich gestiegen und nähert sich auf der Erde 30 Grad Celsius. Es muss gesagt werden, dass wir mit unserem Kopf unter Wasser nicht gesehen haben, wie sehr sich die Oberfläche der Kontinente verändert hat. Die Vegetation ist stark gewachsen und die Photosynthese funktioniert, sodass der Kohlendioxidgehalt sinkt. Die Vegetation ist im Moment noch klein, aber im Devon finden wir die Anfänge des Waldes. Stromatoporen, Stabkorallen und Tetrakorallen bauen weiterhin die Riffe auf. Sie wachsen, diversifizieren und organisieren sich und können so neue Arten herzlich willkommen heißen und beherbergen. Brachiopoden und andere Muschelarten entwickeln sich in den devonischen Gewässern weiter. Die Panzerfische vermehren sich. Hier sehen wir einen Botryolepis und ein Stück weiter einen Dunkleosteus. Nähern wir uns zunächst dem Botryolepis. Dieser scheint ein Botryolepis canadensis zu sein, um genau zu sein. Es ist ein kleines bentisches Tier. Mit anderen Worten, er bewegt sich auf dem Meeresboden. Er bevorzugt Süßwasser und gehört zu den Detritivoren. Dieses kleine Meerestier ernährt sich von tierischen, pflanzlichen und pilzlichen Abfällen, kurz gesagt von allen organischen Elementen, die sich in der Zersetzung befinden. Er wird im Allgemeinen etwa 30 cm groß, kann aber auch bei der größten Art, der Botryolepis maxima, 100 cm erreichen. Schauen wir uns den Dunkleosteus, der zur Familie der Placoderm gehört, genauer an.
Dunkleus Theos war ein gepanzerter Fisch. Die gepanzerten Fische, die im Silur auftauchten, herrschten im Devon. Sie wurden die Könige der Ozeane und forderten die riesigen Eorypteroiden heraus, die bis dahin die gefährlichsten Raubtiere waren. Einer der längsten und furchterregendsten dieser gepanzerten Fische ist der Dunkleus Theos. Dieser Knorpelfisch ist einer der ersten Vertreter der Gattung Contrichthyes. Er hat gepaarte Flossen, gepaarte Nasenlöcher, Schuppen und ein Herz mit mehreren Kammern. Du siehst die Flossen, die paarweise auf jeder Seite des Körpers angeordnet sind. Er hat ziemlich große Augen und kleine, aber scharfe Zähne. Er ernährt sich von Fischen und kann in einer Gruppe leben. Dies muss Cladoselake elegans sein. Trotz seiner Größe zwischen 60 und 180 cm ist er die Lieblingsbeute des Mastodons der Meere, des Dunkleus Theos. Die Fische mit gestrahlten Flossen bevölkern weiterhin die Meere, wie dieser Actinopterygian Cheirolepis. Andere, wie die Fische mit fleischigen Flossen, haben eine außergewöhnliche Entwicklung durchgemacht. Das sind Lungenfische. Zusätzlich zur Kiemenatmung haben diese Fische eine Lunge. Diese Arten von Fischen kennt sehr unterschiedliche Morphologien. Hier ist ein Lepidosiren paradoxa. Er ist ziemlich lang und hat eine Mittelflosse, die den hinteren Teil des Körpers umgibt. Er hat auch Brust- und Beckenflossen, die aber eher wie fadenförmige Auswüchse aussehen. Hier ist ein weiterer Vertreter der gleichen Familie, Neokeratodus forsteri. Er ist viel gedrungener, aber er gehört tatsächlich zur gleichen Familie. Eine weitere Besonderheit dieses Fisches ist seine Fähigkeit, an der frischen Luft genauso leicht zu atmen wie in einer Tiefe von 30 Metern unter Wasser. Er ist in der Lage, im Schlamm zu kriechen oder bei bestimmten Lungenfischarten eine Höhle im Schlamm anzulegen und einen Kokon zu bilden, indem er einen Schleim absondert, der einem lebenden Gewebe mit antimikrobiellen Eigenschaften gleichgestellt zu sein scheint. All diese außergewöhnlichen Fähigkeiten haben zweifellos dazu beigetragen, dass sie trotz der klimatischen und physikalischen Veränderungen, denen der Planet im Laufe der Jahrmillionen unterworfen war, überleben konnten. Auf der geologischen Zeitskala befinden wir uns jetzt zwischen minus 359 und minus 299 Millionen Jahren. In der Karbonzeit beginnt die Bildung von Pangäa. Fast alle Kontinente werden zu einer einzigen Kontinentalmasse zusammengeschweißt. Ein weiteres wichtiges Element dieser geologischen Phase ist die Transgression des warmen Wassers, das Paläotis, auf die kontinentalen Plattformen. Dadurch konnten sich viele Korallenriffe entwickeln. Auch die Erosion bringt viele Veränderungen mit sich. Sie begünstigt die Bildung von Gebirgen, aber auch von Vegetation. Die CO2-Menge wird also weitgehend abnehmen und gleichzeitig die Temperatur des Planeten, die heute bei etwa 15 Grad Celsius liegt, senken. Während die Familie der Gliederfüßer, wie zum Beispiel der Trilobit, den wir im Kambrium entdeckten, an Schwung verliert und sich ihrem Ende nähert, entwickeln sich andere Meerestiere weiter. Aufgrund der Beschaffenheit von Korallenriffen vermehrt sich die Population bestimmter Meerestiergruppen. Brachiopoden, Stachelhäuter und Mollusken zum Beispiel leben in diesen warmen Gewässern. Hier ist ein Mitglied der Familie der Brachiopoden, der Productus subaculeatus. Seine Schale ist sehr klein, nur zwischen 12 und 24 Millimetern. Er wandelt nicht weit von etwas entfernt, das von weitem wie eine Pflanze aussieht, aber nicht ganz eine ist. Seelilien haben eine Morphologie, die an eine Pflanze erinnert. Dieser Ähnlichkeit verdanken sie auch ihren Namen. Krinoid bedeutet Seelilie. Der Stiel kann mehr oder weniger lang sein und die Wurzeln sind im Meeresboden verankert.
Am anderen Ende ist eine Krone zu sehen. Sie setzt sich aus den verschiedenen verzweigten Armen der Seelilie zusammen. Sie ist ein echter Unterschlupf für viele Meerestiere, wie zum Beispiel Schnecken. Die Arme bilden nicht nur einen Unterschlupf, sondern ermöglichen es ihr auch, sich durch Filtration von Plankton zu ernähren. Der Stiel bildet ein Kalkskelett. Dieses Exemplar gehört, wie du vielleicht schon vermutet hast, zur Familie der Haie. Das Beeindruckendste an diesem Fisch ist zweifellos sein Kiefer. Sieh genau hin. Du wirst feststellen, dass sein Unterkiefer wie eine Kreissäge geformt ist. Das verheißt nichts Gutes für andere kleine Wirbeltiere, die seinen Weg kreuzen. Eine weitere ziemlich seltsam geformte Haifischfamilie ist die Familie der Stetacanthus. Hier ist einer von ihnen, ein Stetacanthus altonensis. Seine Rückenflosse sieht aus wie eine Art Amboss. Sollte sie potenzielle Fressfeinde abschrecken oder war sie ein charmanter Vorteil für die Fortpflanzungszeit? Schwierig zu sagen. Dieses Exemplar ist einer der ersten Knorpelfische, die im Meer schwammen. Er teilt dieses kleine Kunststück mit der Cladoselacke und dem Gladbacchus. Er schätzt sehr kleine Fische, aber auch primitive Amphibien, die er ohne große Schwierigkeiten jagen konnte. Wir kommen nun zur letzten geologischen Phase des Paläozoikums, dem Perm. Diese Periode ist zwischen minus 299 und minus 251 Millionen Jahre alt. Pangäa ist am Ende. Die Temperatur schwankt zwischen 15 und 18 Grad Celsius. Der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre steigt weiter an, zweifellos dank der Vegetation des Kontinents, die weiterhin den kleinsten Quadratkilometer der Oberfläche erobert. Die Riffe sind eine wahre Brutstätte des Meeres. Sie sind für das Überleben vieler Arten unerlässlich. Korallen tragen natürlich zu ihrer Entwicklung bei, aber sie sind bei Weitem nicht die einzigen. In dieser intertropischen Zone kannst du einen großen gelben Schwamm sehen. Nein, das ist kein Stein, sondern ein riesiger Schwamm. Dieser Schwamm ist wahrscheinlich etwa 2 Meter hoch. Hier leben viele Filterfresser. Wir können Brachiopoden sehen, aber auch Mollusken. Der, den du hier siehst, ist ein Cooperoceras texanum. Wie du sehen kannst, hat diese Art entlang ihrer Schale Stacheln entwickelt. Dies ist eine wirksame Verteidigung gegen bestimmte Fressfeinde. Diese Fische mit Knorpelskelett gibt es schon seit mehreren Millionen Jahren und sie entwickeln sich im Perm weiter. Sie verfügen über eine an das Schwimmen angepasste Muskulatur, zunehmend entwickelte Sinnesorgane und einen kräftigen Kiefer. Hypodus ähnelt sehr dem Hai, den wir heute kennen. Er konnte bis zu 2 Meter lang werden. Er war ein hervorragendes Raubtier und konnte aufgrund seiner Morphologie viele Arten von Beutetieren jagen. Die Form seiner Zähne lässt vermuten, dass er sich sowohl von Fischen als auch von anderen Meerestieren ernährte. Hier ist ein weiteres Exemplar aus derselben Familie. Trotz seines Aussehens ist Ortacanthus tatsächlich ein primitiver Hai. Er hat einen ziemlich langen und schlanken Körper, aber er hat auch scharfe Zähne. Im Gegensatz zu den vorherigen Fischen haben diese Fische ein Knochenskelett. Eine weitere Besonderheit dieser Familie von Wirbeltieren ist die gestrahlte Flosse, das heißt mit einem starren Knochenteil. Hier ist eine Aeduella blainvillei. Die ausgewachsenen Exemplare sind zwischen 5 und 20 cm lang. Seine Rückenflosse befindet sich in der Verlängerung der Afterflosse. Sie hat auch Bauchflossen, die aber eher klein und dünn sind. Er war zweifelsohne ein guter Schwimmer. Diese Fähigkeit war sicherlich eine überlebenswichtige Technik, um vor seinen zahlreichen Fressfeinden,
wie Actinodon, einer Temnospondyli-Amphibie, oder Haien wie Expleorhacanthus zu fliehen. Diese Familie haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Sie taucht im Karbon auf, entwickelte sich aber hauptsächlich im Perm und in der Trias. Einige von ihnen messen nur wenige Zentimeter, während andere etwa 10 Meter lang sind. Wie du siehst, ist diese Kategorie sehr vielfältig. So unglaublich es auch erscheinen mag, in dieser Klasse gibt es die Familie der Temnospondylen. Sie sind Fleischfresser und haben sich sowohl an Land als auch am Meer und im Süßwasser einen Platz geschaffen. Hier ist einer von ihnen, ein Eriops megacephalus. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Normalerweise ist er zwischen 1,5 und 2 Metern groß, kann aber auch bis zu 3 Meter lang werden und wiegt mehr als 200 Kilogramm. Sein riesiges Maul lässt nicht erahnen, was sich darin befindet. Aber wenn du etwas näher kommst und sein Maul öffnest, wirst du sehen, dass er viele gebogene Zähne hat. Unglaublich für eine Amphibie, oder? Außerdem haben sie einen Zahnschmelz mit einem Faltenmuster. Sogar sein Gaumen ist hervorragend ausgestattet. Es gibt 3 Paar nach hinten gebogene Reißzähne. Das ist eine echte Falle, selbst für glitschige Beutetiere. Keines der Wassertiere, denen wir begegneten, schien die drastischen Veränderungen und die schwerwiegenden Folgen, die ihnen bevorstehen, zu bemerken. Der Zusammenschluss aller Kontinente zu einem einzigen Block führte zu einer allgemeinen Senkung des Meeresspiegels. Die Bildung von Pangäa führt also zu einer Verringerung der Meeresoberfläche, die zu einem großen Teil besiedelt war. Der Meeresspiegel sank um 250 Meter. Die Meere sind nun flach. Das Wasser stagniert und ist warm, sauerstoffarm und daher ungünstig für das tierische Leben. Die warmen Strömungen um den Südpol und der Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre haben die Polkappe, die den Pol bisher bedeckte, schmelzen lassen. Diese Veränderungen führen zu weiteren. Die Eiskappen sind nicht mehr oder in zu geringer Zahl vorhanden, um die Sonnenenergie zurück ins All zu reflektieren. Intensive Vulkanausbrüche folgen aneinander und reichern die Atmosphäre mit CO2 an. Die globale Erwärmung ist im Gange. Das Treibhausgas hat sich mit CO2 verbunden, um die Intensität dieser Erwärmung noch zu verstärken. Der Anstieg der Meerestemperatur hat die im Meeresboden gespeicherten Methanvorkommen destabilisiert. In Sibirien kommt es zu gewaltigen Basaltausbrüchen, die immer mehr CO2 in die Atmosphäre spucken. Die größte biologische Krise aller Zeiten ist im Gange. Nichts kann sie mehr aufhalten. Viel weniger bekannt als das Verschwinden der Dinosaurier ist die permisch-triassische Krise dennoch die tödlichste. Das permisch-triassische Aussterben ist einer der tödlichsten, vielleicht sogar das schwerste, das die Welt je erlebt hat. 90% der marinen Arten, 75% der Wirbeltiere und fast alle primitiven Amphibien werden vom Erdboden verschwinden. Nach dieser Krise kommt die Natur zu ihrem Recht. Das Leben nimmt seinen Lauf. Nichts ist einfach. Es braucht Zeit. Aber die Natur ist erstaunlich. Wir betreten jetzt das Mesozoikum. Es liegt zwischen minus 251 und minus 66 Millionen Jahren. Während der Beginn des Paläozoikums dank des Auftretens spezifischer Zellen einen Wendepunkt für die lebenden Organismen markiert, ist das Mesozoikum Zeuge des Auftretens neuer Arten wie Säugetiere, Vögel, Dinosaurier und natürlich Angiospermen. Letztere sind Pflanzen, die Blüten und Früchte bilden können. Dieses Phänomen hat enorme Auswirkungen auf das terrestrische Ökosystem. Das Mesozoikum, das in 3 Perioden unterteilt ist, die Trias, den Jura und die Kreidezeit, begann auf einem einzigen Kontinent, Pangäa. Im Laufe der Perioden brachen die Kontinente auseinander, zerfielen,
drifteten auseinander und schufen die geografische Welt, wie wir sie heute kennen. In der Trias waren alle Kontinente in einem einzigen Land, Pangäa genannt, vereint. Doch nach und nach trennten sich zwei Gruppen und es entstanden Laurasia und Gondwana. Das Klima wird immer wechselhafter. Es gibt tropische Gebiete, andere gemäßigtere und trockene und aride Gebiete. Es scheint auch ausgeprägtere Sommer und Winter zu geben. Fauna und Flora haben sich an diese neuen Bedingungen angepasst. An der Basis der Nahrungskette finden wir Schwämme, Polypen und Seelilien. Auch Insekten werden immer zahlreicher, vor allem im Jura. Diese Tiere ermöglichten anderen, insbesondere Fischen, das Überleben. Wir befinden uns in der ersten Phase des Mesozoikums. Auf der geologischen Zeitskala liegt die Trias zwischen minus 252 und minus 201 Millionen Jahren. Die Durchschnittstemperatur beträgt 18 Grad Celsius, kann aber je nach Region variieren. Einige sind Wüsten, andere werden vom Monsun beeinflusst. Die eisigen Gebiete sind sehr dünn besiedelt, die gemäßigten Gebiete sind schon lebenswerter. Aber gerade in den tropischen Zonen ist das Leben im Ozean am lebhaftesten. Die Atmosphäre besteht zu 18% aus Sauerstoff, enthält aber nur sehr wenig CO2, nämlich nur 0,25%. Das Klima wird wärmer. Während des gesamten Mesozoikums gab es auf der Erde keine Vergletscherung. Der Ozean versucht, die Riffe wieder aufzubauen, den ersten Unterwasserlebensraum für einen großen Teil der aquatischen Arten. Die Tetrakorallen wurden weitgehend ausgerottet. Nach und nach nehmen Hexakorallia-Korallen ihren Platz ein. Hier kannst du die Kalkalgen sehen, die die Korallen bei der harten Arbeit des Riffaufbaus unterstützen. Bald wird das Leben wieder aufblühen können. In der Trias gelang es schließlich Arten, die im Perm versucht hatten, sich zu entwickeln, einen Platz in dieser Welt zu finden. Ammoniten und Seeigel zum Beispiel diversifizieren und vermehren sich. Siehst du? Hier siehst du einen Cryoceratites emeritii, der zu den Ammoniten gehört. Er wird als aufgerollter Ammonit bezeichnet. Du kannst wahrscheinlich verstehen, warum. Seine Schale rollt sich auf und bildet so einen wirksamen Schutz gegen bestimmte Raubtiere. Ein Stück weiter geht ein anderer Ammonit, Ceratites semipartitus, auf Nahrungssuche. Das Mesozoikum wird oft als das Zeitalter der Reptilien bezeichnet. In der Trias konkurrieren die Reptilien mit den Wirbeltieren. Sowohl an Land als auch im Meer übernehmen sie die Oberhand. Diese Gruppe von Reptilien sieht ein bisschen wie Delfine aus. Sie sind Ichthyosaurier. Es gibt einen Kalifornosaurus und etwas weiter entfernt einen Utazosaurus. Diese Meeresexemplare waren zwischen einem und 10 Metern lang. Sie ernährten sich ausschließlich von Fischen. Wie du sehen kannst, waren diese Arten lebendgebärend. Dieses Weibchen ist gerade dabei, seine Jungen zu gebären. In der Kategorie der Raubtiere mussten sich die Ichthyosaurier den Platz mit den Notosauriern teilen. Dieses Reptil ist semi-aquatisch. Es ist ein Notosaurus. Er sieht ein bisschen wie eine Eidechse aus. Sieh dir seine Beine genau an. Sie haben Schwimmhäute an den Zehen. Er kann also gut schwimmen, sich aber auch an Land bewegen. Er hat einen langen Hals, eine lange Schnauze und sehr feine und spitze Zähne. Sein Schwanz wurde als Propeller benutzt, um sich im Wasser schneller fortzubewegen. Seine Lieblingsspeise ist Fisch, aber er ernährt sich auch manchmal von anderen Meerestieren, wenn er nichts anderes zu fressen hat. Auch wenn er an das Schwimmen angepasst ist, legt er seine Eier an Land ab. Er ist nicht vollständig an das Leben im Wasser angepasst, obwohl er im Wasser recht gut zurechtkommt. Er lebt an der Küste und verbringt einen Teil der Zeit außerhalb des Wassers, wenn es nötig ist.
Hier ist ein Ceresiosaurus calcanjii, der sich uns vorstellt. Bei ihm sehen wir keine Zehen mehr. Sie sind durch echte Flossen ersetzt worden. Wie du siehst, sind sein Hals und sein Schwanz sehr lang. Er ist ein sehr guter Schwimmer und auch sehr schnell im Wasser. Das ist ein wertvoller Vorteil für die Jagd. Er lebt in den Lagunen zusammen mit dem Notosaurus, aber auch mit dem Pachypleurosauridae. Er ist eine der größten marinen Wirbeltiere der Trias. Diese kleinen Wassereidechsen lebten nur in der Trias. Hier ist ein kleiner Keikosaurus. Dieses langgestreckte Tier konnte bis zu einem Meter lang werden. Seine Gliedmaßen haben die Form eines Paddels. Sie ermöglichen es ihm, sich im Wasser mit einer für seine Größe und sein Gewicht verblüffenden Leichtigkeit fortzubewegen. In der Familie der Pachypleurosauridae finden wir auch den Anarosaurus und den Dactylosaurus. Sie sind die ersten Vertreter dieser Familie, die in Europa gelebt haben. Der Serpianosaurus lebte in denselben Regionen. Wir müssen nun diese kleine Welt verlassen, um den Jura zu entdecken. Der Jura schließt sich direkt an die Trias an. Diese Periode ist für Marinearten sehr günstig. Die Transgression beginnt und erobert einen großen Teil der Kontinente. Du musst zuerst die Flora beobachten, um die Veränderungen zu bemerken und zu verstehen, die stattgefunden haben. Radiolarien wie Ellipsoxyphus oder Saturnalis sind einzellige Planktontiere mit einem Durchmesser von einigen hundert Mikrometern. Sie liefern die Kieselsäure, die die Grünalgen benötigen, um sich zu vermehren. Die Radiolarien sind zum Teil durch vulkanische Unterwasserausbrüche entstanden. Diese kleinen und komplexen Organismen sind ebenso nützlich wie schön. Sieh dir diese Sacenocena stellata an. Wenn die Weichteile absterben, kannst du diese Struktur unter dem Meer finden. Dies ist sein Skelett. Die Sternbildung ist großartig. Diese kleinen radiolaren Organismen gab es im Jura im Überfluss. Der wahrscheinlichste Grund für diese Fülle ist der Auftrieb von kaltem Tiefenwasser. Da sie reich an Nährstoffen sind, bringen sie viele Nährstoffe zurück an die Meeresoberfläche. Radiolarien sind auch symbiotische Arten. Algen, einzellige oder Dinoflagellate, leben in Harmonie mit diesen kieselhaltigen Meerespflanzen. Inmitten dieser Algen lebt ein Hildoceras bifrons. Dieser kleine Räuber fängt seine Beute mit seinen Tentakeln. Im Moment scheint er nicht auf der Jagd zu sein. Er hat sicherlich vor kurzem gefressen. Das lässt uns alle Muße, ihn etwas genauer zu beobachten. Sein Panzer ist in einer abgeflachten Spirale. Du bemerkst, dass sie stark gerippt ist und ein Relief aufweist. Im Inneren gibt es Kammern. Diese sind mit Luft gefüllt und ermöglichen den Auftrieb unseres Hildoceras bifrons. Bei diesem Exemplar handelt es sich wahrscheinlich um ein Weibchen. Die Weibchen sind größer als die Männchen. Sie messen zwischen 95 und 175 mm, während die Männchen nicht länger als 40 mm werden. Hier ist ein Stenopterygius. Er gehört zur Familie der Ichthyosaurier, die wir bereits kennengelernt haben. Sein Aussehen und sein Verhalten sind denen von Delfinen sehr ähnlich. Er schwimmt die meiste Zeit in tiefem Wasser. Er jagt und ernährt sich von Fischen, aber auch von Cephalopoden, Weichtieren mit Tentakeln. Die spezifischen Zellen haben sich seit dem Kambrium weitgehend entwickelt und verfeinert. Unser Stenopterygius hat eine Haut, die aus zwei verschiedenen Schichten besteht, der Epidermis und der Dermis, Lederhaut. Außerdem verfügt er über eine Fettschicht, die es ihm ermöglicht, die Innentemperatur seines Körpers zu bewahren.
Aber wir sollten nicht zu lange verweilen, denn wir sind mit einem Plesiosaurus verabredet und der wartet nicht gerne. Hier ist Elasmosaurus platyurus. Er gehört zur Familie der Plesiosaurier, diesen langhalsigen Meeresreptilien. Dieses Exemplar muss 7 oder 8 Meter lang sein, aber als Erwachsener kann es leicht 10 oder 15 Meter erreichen. In seinem Hals befinden sich mehr als 32 Halswirbel. Man könnte meinen, dass ihr tonnenförmiger Körper, ihr langer Hals und ihre kleinen Beine ihnen im Ozean nicht viel helfen würden. Aber trotz des äußeren Anscheins ist dieses Seeungeheuer ziemlich wendig und sehr kräftig. Zunächst einmal sind seine Beine auch Flossen. Diese ermöglichen es ihm, ein bisschen wie Schildkröten zu schwimmen. Es erforscht die Ozeane und beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Gebiet. Er ist lebhaft und hat einen sehr kräftigen Kiefer. Er wurde schnell zu einem gefürchteten Raubtier in allen Teilen der Welt. Nicht weit davon entfernt treibt sich ein weiteres Mitglied der Familie der Plesiosaurier herum. Es ist ein Motoneria saimoroensis. Er hat nicht dieselbe Ernährungsweise wie die anderen Mitglieder seiner Familie angenommen. Wie du sehen kannst, sind sein Kiefer und seine Zähne völlig anders als bei Elasmosaurus platyurus. Er hat lange, dünne und meist nach außen gerichtete Zähne. Nach mehrjährigen Studien und Forschungen am Skelett eines dieser Tiere wissen wir nun, dass sich dieses besondere Exemplar der Plesiosaurier nach Art der Bartenwale durch Filtration ernährt. Wenn er sein Maul öffnet, fängt er eine große Menge Wasser ein, das Krill, winzige Garnelen, kleine Fische oder kleine Muscheln enthält. Er stößt das Wasser mit den Zähnen aus und behält sein Frühstück zurück. Für die kleine Anekdote wären die Plesiosaurier vielleicht noch nicht ganz ausgestorben. Die schottische Legende von Loch Ness behauptet, dass einer von ihnen, genannt Nessie, dort noch leben würde. Die mikroskopisch kleinen Algen, die als Bausteine der marinen Nahrungskette dienen, wachsen in schwindelerregender Geschwindigkeit. Du kannst sie mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber in diesem Wasser wimmelt es von Coccolithophorida. Dabei handelt es sich um einzellige Grünalgen, die von einem Panzer oder einer aus Scheiben bestehenden Kalkschale umgeben sind. Diese Algen bildeten in der Kreidezeit den Hauptteil des Phytoplanktons und waren die Grundlage der marinen Ökosysteme. Sie begünstigten die großen Gruppen wirbelloser Tiere, die noch in der Kreidezeit vorkommen. Weichtiere wie Ammoniten oder Ruderfußkrebse, Schwämme, Stachelhäuter wie Holothurien, Seelilien oder Schwämme und Nesseltiere, Quallen, Korallen, vermehren und diversifizieren sich. Durch ihre größere Anzahl ermöglichen sie anderen Tieren, insbesondere Wirbeltieren wie Fischen, Haien und Meeresreptilien, zu überleben, sich zu vermehren und zu entwickeln. An der Spitze der Nahrungskette stehen die Reptilien. Die Ichthyosaurier gehen zugunsten der Plesiosaurier und Mosasaurier zurück. Der Hydroterosaurus, den du in der Mitte dieses Fischschwarms fischen siehst, ist ein Plesiosaurier. Er misst 13 Meter. Wenn sein kleiner Kopf nur 33 cm misst, zählt sein Hals nicht weniger als 60 Wirbel. Er benutzt seine Gliedmaßen als Paddel. Er kann sich vertikal und horizontal bewegen und sich dank seiner Beinflossen sogar drehen. Er muss nur sein Tempo beschleunigen, um sich auf eine Beute zu stürzen und sie zu fangen. Dieses Tier ist sehr beeindruckend. Sieh dir doch an, wie es sich bewegt. Aber kehren wir ein wenig an die Oberfläche zurück. Siehst du dieses Reptil? Das ist ein Mosasaurus. Er hat ein Auge auf den Pteranodon geworfen. Der Vogel ist damit beschäftigt, einen Fischschwarm zu beobachten,
und bemerkt nicht, dass er dem Reptil ausgeliefert ist. Er erwischt es im Bruchteil einer Sekunde. Dieses Mastodon ist ein Tylosaurus Mosasaurus. Er ist dem Varan und der Schlange sehr ähnlich. Bei ihm scheint alles unproportional zu sein. Er hat eine Morphologie, die an den Raubbau angepasst ist. Sogar sein Schwanz ist unglaublich muskulös. Er ist mit zwei Paar Flossen ausgestattet und diese sind sehr effizient. Er ist ein hervorragender Schwimmer. Geschickt, schnell und kraftvoll. Eine weitere Besonderheit des Tylosaurus ist, dass sein Kopf ebenso lang ist wie sein Körper. Wie du sehen kannst, ist seine Schnauze ausgeprägt. Es muss gesagt werden, dass diese Mosasaurier für ihre Wildheit bekannt sind. Sie konnten andere Raubtiere angreifen oder mit ihren eigenen Artgenossen kämpfen. Die Kämpfe waren schrecklich. Sie ernährten sich von Fischen, aber auch von Seevögeln, Meeresschildkröten und sogar Plesiosauriern. Mit diesem Gott der Meere werden wir die Kreidezeit verlassen. Unsere Reise durch die Zeit und den Ozean endet hier. Am Ende der Kreidezeit wird die Erde von einem riesigen Meteoriten getroffen, der durch die Verdunkelung der Atmosphäre den Zusammenbruch der Primärproduktion in den Ozeanen verursacht. Die verschiedenen Tiere der Nahrungskette verhungern. Die Hungersnot ist tödlich. Ammoniten, Ruderer, nicht-avische Dinosaurier und viele andere werden aus der Biosphäre ausgelöscht. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Aber all das wirst du vielleicht auf einer anderen Reise entdecken können.